Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, kühles Aprilwetter erwartet uns in den nächsten Tagen. Tiefdruckgebiete haben uns fest im Griff und sorgen für unbeständiges Wetter. Ja, und in den Alpen, da wird es nochmal richtig winterlich. Aber hier und da, gebietsweise, gibt es durchaus auch mal ein paar freundliche Abschnitte, auf die werden wir gleich ein bisschen genauer schauen. Nun, ihr habt uns wieder so ein paar Fotos geschickt, die möchte ich euch mal zeigen oder beziehungsweise zwei davon. Ulrich war in den Tagen vor Ostern, genauer gesagt am Gründonnerstag, oben auf der Schneekoppe an der tschechisch-polnischen Grenze. Ja, und hier auf 1600 Meter Höhe, da ist es noch richtig winterlich. Ja, ansonsten kommt der Frühling doch mehr und mehr in Gang. Die Natur, da tut sich doch einiges momentan, wie zum Beispiel auch an der Bergstraße, wo die Kirsche mittlerweile in voller Blüte ist. Danke an Felix für dieses Foto. Ja, in den nächsten Tagen haben wir es mit einer sogenannten winkelförmigen Westwetterlage zu tun. Was ist das denn, werdet ihr euch vielleicht fragen. Eine Westwetterlage kennen wir, aber was ist eine winkelförmige Westwetterlage? Möchte ich mal kurz erläutern. Wir kennen die klassische zyklonale Westwetterlage. Hier mal ein Beispiel mit starken Sturm- und Orkantiefs so über Nordeuropa. Die Hochdruckzone sehr weit südlich, so im Mittelmeerraum. Und wir in dieser strammen Westströmung, sehr windig, sehr stürmisch. Und damit verläuft die Frontalzone auch einmal so über uns hinweg von West nach Ost. Die Tiefs können durchziehen und diese Frontalzone knickt so ein bisschen über Osteuropa dann nach Nordosten ab. Das ist zum Beispiel die Wetterlage oder das ist die Wetterlage vom Orkantief Sabine vor rund, ja, ein bisschen mehr als über 3 Jahren. Jetzt gucken wir uns mal eine winkelförmige Westwetterlage an, was diese unterscheidet. Auch hier haben wir ein Tief, jetzt bei den britischen Inseln nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei dem eben genannten Beispiel. Ein Hochdruckgebiet, Azorenhoch, so über dem südwestlichen Europa. Das heißt, bei uns verläuft erstmal die Strömung auch west, von West nach Ost, also deswegen die Westwetterlage. Aber was unterscheidet sie jetzt? In diesem Fall haben wir ein starkes Hochdruckgebiet über dem Nordwesten Russlands und das verhindert, dass zum einen halt diese Tiefs durchziehen und diese Frontalzone in Verbindung mit dem Jet ist gezwungen, dann stramm nach Nord abzuknicken, also Richtung Südskandinavien und kann gar nicht die Gebiete über Osteuropa erreichen. Ein weiterer Ast, ein weiterer Zweig muss so Richtung Südosteuropa, Richtung südöstlichen Mittelmeerraum abknicken. Ja, und übrigens, dieses Hochdruckgebiet über dem Nordwesten Russlands, das scheint so ein richtiger Dauerbrenner jetzt für den April zu werden. Das könnte sich in der nächsten Woche auch ganz entscheidend auf unser Wetter auswirken. Mehr dazu gibt es im Video heute Mittag von Fabian. Ja, kurz noch zur winkelförmigen Westwetterlage. Das sieht man auch ganz gut in den Niederschlagsmengen in den nächsten Tagen. Wir sehen, über dem südwestlichen Europa passiert nichts. Dann nochmal so über dem, ja, Westeuropa, britische Inseln, Frankreich bis zu uns hinein auch mal etwas größere Niederschlagsmengen. Ja, nach Nordosteuropa passiert dagegen wieder gar nichts und dagegen wieder etwas größere Niederschläge Richtung südöstlichen Mittelmeerraum. Nun, das war ein kleiner Exkurs mal in Sachen Wetterlage und das hat bei uns ja folgende Auswirkungen jetzt, diese Wetterlage, dass wir es halt mit, ja, wechselhaften Aprilwetter zu tun haben. Diese Tiefs ziehen mal nicht richtig durch, aber wir kommen auf so eine labilere Rückseite und damit gibt es halt Schauer und Gewitter und die erwarten uns auch heute. Ja, in der Nacht hat es schon erstes Regengebiet gegeben. Das ist jetzt zum einen nach Osten abgezogen oder zieht immer mehr nach Osten ab. Im Süden hängt es noch so ein bisschen hinterher, also Südbaden, Alpen, Vorland. Hier meist noch stärkere Bewölkung und hier regnet es noch mal längere Zeit. Ansonsten ist das Ganze schon oder geht das Ganze relativ schnell dann in Schauerwetter über. Es gibt mal Sonnenschein und dann wieder dickere Quellwolken und vor allen Dingen dann auch in Richtung Norden mal kräftige Schauer und auch örtliche Gewitter können mal dabei sein. Gerade Richtung Nordosten auch mal diese schauerartigen Niederschläge. Die Sonne wird sich hier insgesamt schwerer tun. Weniger wiederum in Sachen Schauern passiert so im Südwesten, Rheinland-Pfalz, Saarland, nördliches Baden-Württemberg und Rhein-Main-Gebiet. Hier wahrscheinlich nur kurze oder einzelne Regengüsse. Ja, und es wird auch sehr windig werden. Der Wind hat jetzt eigentlich dann überall auf westliche Richtungen gedreht und gerade in Verbindung mit Schauern und Gewittern, vor allen Dingen dann in einem Streifen so von der Nordsee bis nach Sachsen, kann es dann auch zu stürmischen Böen kommen, starken bis stürmischen Böen kommen, vereinzelt vielleicht sogar auch zu Sturmböen. Ja, die Temperaturen gehen schon wieder etwas zurück im Vergleich zum gestrigen Ostermontag. Im Norden nur noch so Werte von 10 bis 12 Grad, so Richtung Vorderpfalz, Rhein-Neckar-Raum können wir noch mal örtlich bis zu 16 Grad erreichen. Schauen wir uns die kommende Nacht an. Da lassen die Schauer eigentlich größtenteils nach. Letzte Regengüsse noch Richtung Nordosten, die werden aber auch immer mehr abklingen. Dann ist es vorübergehend mal richtig locker bewölkt, teilweise auch richtig klar, vor allen Dingen in der gesamten Osthälfte.
bleibt das wahrscheinlich die ganze Nacht über so. Entsprechend kühl wird es hier mit Temperaturen unter 5 Grad. Gerade Richtung Lausitz, so südöstliches Bayern, kann es auch sogar noch mal Richtung leichtem Frost gehen. Im Westen und Südwesten kommen recht rasch wieder neue dichte Wolken auf. Und in der zweiten Nachthälfte setzt hier Regen ein. Entsprechend milder bleibt es hier. Ja, gucken wir auf den Mittwoch und den Donnerstag. Am morgigen Mittwoch, ja, wirklich ein Tag mit vielen Wolken und Regen. Kleine Ausnahme ist der Nordosten des Landes. Hier bleibt es wahrscheinlich lange trocken bis in den Nachmittag hinein. Durchaus auch nochmal mit einigen Auflockerungen mit Sonne. Dann kommt von Westen her Regen auf. Ansonsten startet der Tag schon verbreitet eigentlich nass mit einem Regengebiet, das sich so langsam weiter nach Osten verlagert. Das heißt besonders so in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg bis nach Franken. Hier wird man die Sonne wahrscheinlich kaum zu Gesicht bekommen und es kann auch mal längere Zeit und länger anhaltend regnen. Ein paar Auflockerungen vielleicht noch am Alpenrand. Hier noch so ein bisschen föhnig das Ganze. Wenn die Sonne noch mal durchkommt, könnten wir auch noch mal 15, 16, vielleicht sogar vereinzelt 17 Grad erreichen. Ansonsten liegen wir doch deutlich unter 15 Grad meist. Ja, und ganz im Westen und Nordwesten, da geht das Ganze dann später nachmittags gegen Abend auch wieder in Schauerwetter über. Und da müssen wir noch mal ein bisschen drauf gucken. Kann durchaus mal kräftige Schauer örtlich Gewitter geben und hier liegt dann der Fokus auch wieder auf dem Wind, kann durchaus zu Sturmböen kommen, wenn wir morgen noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also eine recht ruppige Geschichte dann morgen Nachmittag, morgen Abend eventuell im Westen und Nordwesten. Blicken wir auf den Donnerstag, da sind wir dann und da entwickelt sich so ein bisschen eine gewisse Dreiteilung. Zum einen haben wir im Südosten des Landes, der Alpenraum und auch der Südosten des Landes gelangt zunehmend in Einflussbereich eines neuen Tiefs, was sich im Bereich eines Trogs dann so über Norditalien, über den Balkan entwickelt und mit den Aufgleitniederschlägen, ja, es ist hier mal stark bewölkt und es regnet, ja, und in den Alpen, ja, da setzen so in Lagen oberhalb 1000 Meter dann halt auch Schneefälle ein, werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf schauen. Entsprechend kühl bleibt es hier mit Werten unter 10 Grad. Ansonsten wahrscheinlich nach Nordosten hin gar nicht mal so unfreundlich. Sonne, Wolken im Wechsel, wahrscheinlich weitgehend trocken. In der Westhälfte kommen neue Schauer auf. Hier sind auch noch mal einzelne Gewitter möglich. Ja, jetzt gucken wir uns noch mal die Wetterlage an für den Freitag dann schon. Und da sehen wir, dass wir unter Tiefdruckeinfluss liegen. Eine neue Tiefdruckzone hat sich dann so über dem Alpenraum entwickelt. So ein 5B-artiges Tief zieht so Richtung Tschechien, Richtung Polen und um dieses Tief herum kann es dann zum Freitag dann auch im Osten des Landes zu Aufgleitniederschlägen kommen. Ja, und in dem gesamten Alpenraum, da gibt es halt auch kräftige Niederschläge, auch im Osten Österreichs, was ja viel zu trocken war, auch in Norditalien, Südalpen gibt es dann auch länger anhaltende Regenfälle in den Hochlagen in den Alpen, auch Schneefälle. Auch ansonsten sehen wir diese Tiefdruckzone, wobei sich so zwischendrin so ein leichter Zwischenhocheinfluss so ein bisschen bemerkbar macht. Und da sehen wir auch an der Karte für den Freitag, dass es nämlich wahrscheinlich so in der Westhälfte gar nicht mal so unfreundlich ist. Durchaus immer mal wieder die Sonne dabei ist, sich nur einzelne Schauer entwickeln. Ansonsten bleibt es im Südosten des Landes dabei, Alpenrand, südöstliches Bayern, dass es zu weiteren Niederschlägen kommt, in den Alpen halt zu Schnee oberhalb 1000 Meter. Ja, und auch im äußersten Osten von Polen, von Tschechien her, kann es dann mit dichten Wolken gebietsweise regnen. Ob da jetzt größere Regenmengen dabei sind, kommt noch auf die Entwicklung dieses 5B-artigen Tiefs dann drauf an. Entsprechend dann auch recht große Unterschiede. Kühl im Südosten, mit Sonnenschein im Westen können wir dagegen schon wieder bis zu 15 Grad schaffen. Letzte Karte, wir schauen nochmal auf die Schneemengen, die jetzt im Alpenraum so zusammenkommen bis Freitagabend, Schwerpunkt Donnerstag, Freitag. Und da sehen wir, das wird dann halt in den besagten Hochlagen, so oberhalb 1000 Meter, durchaus einiges sein, mal so 20 bis 30, vielleicht sogar örtlich über 40 Zentimeter Neuschnee sind hier in den Hochlagen in den nächsten Tagen möglich. Wie es dann weitergeht, auch in den Alpen könnte es durchaus zu weiteren Schneefällen am Wochenende kommen. Mehr dazu im Video später von Fabian, der auch die interessante Entwicklung in der nächsten Woche im Blick haben wird. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Macht's gut. Ciao.